Das ist Folge 8. Es rumst immer mehr. Und regnen tut's auch noch. Und ein Gewitter ist auch noch anwesend. Es geht drunter und drüber. Oh, und es rumst immer mehr. Sowas aber auch. Ah, da warst du langsam. Jetzt aber. Zack. Erwischt. Timing ist alles. Ich bin jetzt mal ganz mutig. Ah. Aber das sollte ich vielleicht in Zukunft unterlassen. Das ist doch etwas riskant. Und Fidget macht das ja für uns aus der Distanz. Warum also selber den Kopf in die Schlinge ziehen, ne? Nimm das. Das waren ja wieder einige. So, was ist das? Kann man das einsammeln? Nein. Auf den Finger. Oh oh. Da ist jemand ohne Kopf unterwegs. Ob das so klug ist? Aua. Entdeckung. Noch ein Bauplan. Glanzloser Ring. Den haben wir doch schon, ne? Naja, scheint ja wirklich nichts Besonderes zu sein. So, geradeaus oder nach oben? Wir gehen mal hier lang. Zack. Wandhühner. Oh, hier geht's offenbar weiter. Dann gehe ich doch nochmal nach oben. Mal sehen, was hier. Vielleicht ist noch eine Kiste versteckt. Oh, ein Speicherpunkt. Sehr schön. Und Explosionsviecher. Und noch einer. Komm, atme. Jetzt, yes, genau. Was erwartet uns denn hier oben? Ah, hier fehlt wieder der passende Resonanzstein. Aber den finden wir früher oder später noch. Hier gibt es bestimmt einen Schatz, oder? Ah, hier könnte man rein theoretisch hochklettern. Aber leider ist uns das noch nicht möglich. Hilfe! Ich dachte jetzt, ich wäre zu nah dran, aber nochmal Glück gehabt. Hier wird es immer dunkler, offenbar eine Höhle. Komm, ich will einen Schatz haben. Und dann gehen wir unten weiter. Das sieht mir alles sehr suspekt aus hier oben. Bin ich jetzt zu nah dran? Nein. Okay. Wenn ich jetzt hier... Kann ich hier runterfallen? Sollte ich das jetzt machen? Wir gucken erstmal auf der rechten Seite. Das ist mir noch nicht ganz geheuer. Ich rutsche dann einfach in irgendeine Röhre rein und dann komme ich vielleicht nie wieder raus. Aber offenbar muss ich das. Gut, dann machen wir das eben. In der Hoffnung, dass nichts passiert. Oh. Whoa, hello there. Hallo. Wir haben den Schmied gefunden. Super. Der hat aber nette Haare. Easy there, Chief. Ach komm schon, Fidget. Immer mit Ruhe. Everyone, calm down, please. So, you were the ones making all that noise up there. Welcher Lärm? Es ist Silvester, da knallt's mal. Not intentionally. By the way, do you know you have Bloms in the attic? Wer hat die nicht? Oh, those? They don't bother us. And they tend to keep the other monsters away. If I knew we were having company, I'd have cleared them out myself. Ja. Sorry about that, I guess. Wäre dann zu einfach, ne? So, what brings you to this far outside Aurora? I'm assuming that's where you're from. Richtig.
I'm Dust, and this is my companion, Fidget. We're here to deliver these materials on Augustine's behalf. Oh, well, nice to meet ya. I'm Haley, and this is my brother, Maddie. Ja, ja, der Bruder ist schon sehr gesprächig, ne? Man sieht's schon. Don't mind him. I see you've got a blueprint there. Mind if I take a look? Natürlich, deswegen sind wir doch hier. Well, this doesn't look too hard. Tell you what, if you can find me the materials for it, I'll craft this item for you. Das wäre nett. So, was haben wir denn schon? Der Anhänger. Ach Mist. Ach, kannst du es direkt hier kaufen? Na super. Dann haben wir doch das schon, ne? Schmutziger Anhänger. Stell mir das mal her. Tada. Einfacher Anhänger. Mist. Der war besser gewesen, oder? Ich baue den trotzdem mal nach. Was wir haben, das haben wir, ne? So, perfekt. Alter Wettstein. Bringt die Schneide ganz leicht zum Glänzen. Hm? Eine Kombination verschiedener spitzer Teile. Plus 50 Angriff. Mal 1,2 Fidget. Aha, aha. Den Wettstein holen wir uns mal, ne? Tada. Rüstung. Haben wir da schon was Gescheites? Ne, die nehmen wir noch nicht. Da glaube ich, haben wir eine bessere. Glanzloser Ring. Den nehmen wir auch. Thanks, Haley. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, ne? And, just because I like you, I'll give you a blue resonance gem. Don't know if you caught it on your way up, but there's a big blue door at the foot of Archer's Pass that this will open. Oh ja, die haben wir gesehen. Just inside the door is a teleporter that'll take you right up here. Makes return trips a lot easier. So you can come and visit anytime you like. Das ist toll. Ich mag Teleporter. I'll be honest. Even with a shortcut at the foot of the pass, I'm not sure I'll be able to make it up here too often. Ach komm schon. Well, my dad did have these little receiver things he'd give to his regular customers to transport goods back and forth. Ah, das Ding doch noch was. Unfortunately, I don't have any of them to give you. Let me think. Ach Mist. Und wenn wir einen neuen bauen? Vielleicht kannst du das? If I remember correctly, one of my dad's customers dropped one somewhere in Abadie's Forest. If you were to find it, I could craft your items and send them to you through the receiver whenever you wanted. Das wäre ja klasse. Das ist ja quasi wie E-Mail mit Gegenständen. Oder SMS, je nachdem. Dad normally gives his customers a blue resonance gem, so check for blue resonance gates in Abadie's Forest. Das machen wir. Need anything else? Wechseln wir ein Wort. So, let's talk. Hast du noch mehr Familie? I notice it's only you and Maddie up here in the pass. Is it just you two? Not all the time, no. My father still runs the forge, but he's usually away on business. Right now, he's somewhere across the sea, hunting down new minerals and ores. He's always trying to make better weapons and armor. Sounds like he's always pretty busy. Yeah, but I get along fine by myself. And Maddie too, of course. I meant to ask before. Does Maddie have a problem with me? Wie kommst du denn darauf? What? What? Well, it's just... He seems to grumble a lot around me. Ah, ist nur etwas schüchtern. I can attest to that. Lots of grumbling. I really can't say, Dust. Maddie, do you have anything to say? Ah, na also, da haben wir doch da den Grund. Well, I hope that answers your question. Aber hallo. Not really, but... Let it go, Dust. Just let it go. Warum lebt ihr hier? Your forge is pretty far off the beaten path, Haley. Why set up shop so far outside Aurora? This forge is actually quite ancient. My father's 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 father inherited it from his mother's grandfather on her father's side. Oh, das ist aber ein komplizierter Werdegang. It was built during the Battle of Archer's Pass, many hundreds of years ago. The archers were holding off their enemies from way up here, but they needed a forge to replenish their arrows.
Ich hätte ja auch ehrlich gesagt mit einem männlichen Schmied gerechnet, aber dass wir jetzt eine Frau vorfinden, das war doch etwas sehr überraschend. Ist ja eher der typische Männerberuf, ne? So, they built one right where they stood. It helped them take Archer's Pass. And from here, they were able to liberate the whole valley. Dann hat sich doch der Standort gut gelohnt, oder? Sounds like this forge has a lot of history behind it then. Even so. Location, location, location. Das sage ich auch immer. Yeah, I hear what you're saying. I wish it was more accessible. We'd get more business, I'm sure of it. But it's not like we can just pick it up and move it. I'll bet if you had an army of trained rats, you can move this place no problem. Super Idee, aber das wird schwierig. Fidgets, I don't think that'd help. You know, smart mutant rats with magic! With magic? Don't worry about her dust. Altitude sickness drives some creatures crazy. Oh, gut zu wissen. Fidget was pretty crazy before. Maybe we should be on our way. Aber bevor wir uns auf den Weg machen, fragt man noch, wie lange du schon Schmiedin bist. So, is blacksmithing the official family trade then? In a way, I guess. My father said I could be whatever I wanted. But when you grow up alongside a world-famous blacksmith, your options are fairly limited. Not that I mind, though. It's nice to have skills that are in demand these days. Everybody always needs something forged, whether it's amulets or armor. Richtig, wir zum Beispiel. So, business is good? Hm. It's... well, it's been better. Still, we make enough to keep things going, and that's the important thing. Na, ich kann mir den Grund gut vorstellen, warum es ja nicht so gut läuft. Ich zitiere nochmal Fidget. Location, location, location. Ach, nichts. Need anything else? Nein. Ich würde sagen... Nein, das war falsch. Zurück. Need anything else? Nein! Thanks, Dust. Don't be long coming back. Kein Problem, wir kommen natürlich wieder. Aber erst später. Gibt's hier noch was Hübsches? Mission aktualisiert. Du hast die Tochter des Schmieds Haley getroffen. Sie kann jetzt nach jedem Bauplan, den du findest, Ausrüstungsstücke herstellen. Damit sie dir auch weiterhin helfen kann, hat sie dich gebeten, dass du ein besonderes Gerät findest, mit dem du von jedem beliebigen Ort aus mit ihr sprechen kannst. Suche ein blaues Resonanztor im Wald von Abadis. Das machen wir. Und was haben wir denn eigentlich noch zu tun? Oh, noch eine reichliche Menge. Aber ich werde erstmal eben meine neuen... Moment, wo war's? Hier. Oder? Nee. Wo ist denn jetzt... Ach, natürlich. So, das ist doch besser, ne? Das Kettenhemd. Soll ich das schnell herstellen? Klar, oder? Den Wettstein... Oh, das lohnt sich aber ganz schön, die Zunderklinge. Da können wir ja doch... Na klar. Wir stellen das noch her. Jetzt, wo wir immer hier sind. My favorite customer. What can I do for you? So, jetzt müssen wir zwar... Oh, das war teuer. Haben wir denn so viel Gold? Damit tun wir aber uns finanziell ganz schön verausgaben. Aber gut. Was muss, das muss, ne? Dann wird leider unser Kettenhemd erstmal nix, obwohl das nicht ganz unpraktisch gewesen wäre, aber gut. Nein, bin ich hier. So. Hä? Hab ich das nicht gerade? Ne, Moment. So. Aber ich hab doch... Was habe ich denn jetzt hergestellt? Nee. Ach nee. Ach. Ich hab's gekauft, aber noch nicht hergestellt. Ach so. Oh, na toll. Jetzt haben wir nicht genug Gold, um es herzustellen. Ah. Können wir hier was verkaufen? Ging das nie? Need anything Moment. Else?
Kategorie wechseln. Page up und down. Upgrades. Ach so, die Kategorien. Hm. Need anything else? Thanks, na, klasse. Ja, gut, dann, oh, da ist ein Schlüssel. Den will ich haben. Aber da kommen wir leider nicht hin, ne? That went incredibly well. Do you know why? Nein. Warum denn? I don't know, Fidget. Why? Oh, don't be so dense. It's because she likes you. Oh, stimmt. Fidget, what are you talking about? You didn't see the signals? She was giving you the signals. Signale? Welche Signale? That's great, Fidget. Really, I'll keep that in mind. Ich habe keine Signale erkannt. Und meine Uhr gibt mir ebenfalls ein Signal, und zwar, dass es schon wieder spät ist. Und deswegen muss ich die Folge beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dahin.